Guten Abend, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Bayern München um 1:05 mit den beiden Cheftrainern Sandro Schwarz und Niko Kovac. Wir beginnen wie immer mit dem jeweiligen Statement. Bitte Sandro, Ihre Einschätzung. Ja, schönen guten Abend zusammen. Glückwunsch an Niko und sein Team für den durchaus verdienten Sieg. Und sind nicht gut ins Spiel reingekommen, nach 2 Minuten schon in Rückstand geraten. Und dann wissen wir alle, was dann auch passieren kann, dass es dann noch relativ schwierig ist und hat sich auch so bewahrheitet. Haben dann nach dem 1-0 ein, zwei Momente gehabt, wo auch hätte das 2-0 fallen können. Und die haben wir überstanden. Und dann hatten wir eigentlich eine ordentliche Phase mit der ersten Halbzeit. Nach 10, 15 Minuten, wo wir eigentlich einen besseren Zugriff hatten, wo wir auch eine bessere Struktur hatten im Spiel nach vorne, wo wir dann auch die eine oder andere Situation hatten nach vorne. Und aber mit dem 2-0, 3-0, was wir dann hergegeben haben, war das Spiel dann komplett gelaufen. Wollten uns zweite Halbzeit dann noch mehr wehren, um einfach für uns dann besser zu reagieren in der zweiten Halbzeit. Das ist uns nicht gelungen. Viel zu viel begleitet dann im kompletten Spiel und nicht gestochen im Zweikampfverhalten und dementsprechend dann auch völlig verdient verloren. Dankeschön. Dankeschön. Dann Niko, bitte, deine Einschätzung. Ja, Sandro. Ja, nice. So. Danke, Sandro, für die Glückwünsche. Ja, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Ist immer wichtig, nach dem ja doch enttäuschenden Spiel am Mittwoch, nach dem Ausscheiden, solch eine gute Reaktion zu zeigen als Team. Wir haben alle gemeinsam es geschafft, die doch Enttäuschung, die wir hatten, 2 Tage lang in uns trugen, haben wir gleich wettgemacht. Und es freut mich, dass nicht nur das Ergebnis so gut für uns ausgefallen ist, sondern ich finde auch die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, war über 90 Minuten außerordentlich gut. Von daher können wir jetzt beruhigt in die Länderspielpause gehen und hoffen, dass alle gesund wiederkommen. Danke. Dankeschön. Dann Ihre Fragen wie gewohnt. Kurzes Handzeichen und auf das Mikrofon warten. Hier vorne bitte. Eine Frage an Herrn Kovac. Man hat den Eindruck, Sie können auch in einer Phase des Umbruchs beim FC Bayern nationale Titel gewinnen. Auf der anderen Seite kommt immer mehr Kritik auf, ob Sie der geeignete Trainer sind, Bayern München zurück in die Top 4 in Europa zu führen. Was halten Sie Ihren Kritikern entgegen? Starke Frage. Gar nichts. Werden wahrscheinlich recht haben. Dann das nächste Handzeichen bitte. Das ist nicht der Fall. Aber allein in Ihrer Frage haben Sie ja schon die Antwort gegeben. Umbruch und dann... Okay. Vielen Dank fürs Kommen. Schönen Sonntagabend noch. Gute Heimreise. Das gilt vor allem für unsere Gäste aus Mainz. Danke.